Ja, guten Abend hier live aus dem Hollabrunner Startsaal. Es ist wieder soweit, der 53. Hollabrunner Gymnasiumball wird zu ihm eröffnet. Und ich freue mich, Sie gemeinsam mit meinem Co-Moderator Michael durch den heutigen Abend zu begleiten. Ja, danke Mario. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Ich darf Ihnen kurz mal vorstellen, was Sie heute Abend erwartet. Heute Abend erfolgt ein Highlight dem anderen. Vom Eintanzen der Schüler und Schülerinnen bis zum Partybereich in der Sporthalle ist heute alles dabei. Und das ist auch schon das Stichwort. Soeben betreten die Eintänzerinnen, angeführt von Katrin und Bernhard, das Paket. Die Tänzer nehmen jetzt Aufstellung für die Bolognese, welche in den letzten Wochen gemeinsam mit der Tanzschule Mühlsee eingestellt wurde. Ja, die Tänzer nehmen jetzt Aufstellung für die Bolognese, welche sie ja in den letzten Wochen gemeinsam mit der Tanzschule Mühlsee eingestellt haben. Ja, die Tänzer hatten ja zweimal pro Woche Training für den großen Auftritt heute. Mal sehen, wie es ihnen dabei ergangen ist. Muss ich jetzt kurz unterbrechen. Jetzt rechts im Bildschirmrand ist das unser ehemaliger Schulsprecher mit einer wirklich bezaubernden Begleitung. Weißt du vielleicht ihren Namen noch? Nein, tut mir leid, da bin ich jetzt auch überfordert, aber irgendwoher konnte mir schon bekannt. War das nicht der, der im entscheidenden Schulliga-Halbfinale den Elfmeter verschossen hat? Gottes Willen, bitte erinnere ich mich nicht daran. Also das war damals wirklich, ich bin noch immer sprachlos, also gedankenlos, also höchst kurios, was damals passiert ist, als er den entscheidenden Elfmeter am Tor vorbeigeschoben hat. Also. Ja, lass uns nicht länger davon reden. Wir wollen uns damit nicht im heutigen Abend verlieren. Aber sehen wir uns wirklich diese Bilder an, traumhaft zuzusehen, findest du nicht? Ich bin da ganz deiner Meinung. Und soeben sehe ich auch schon, dass die Bolognese zu Ende gegangen ist. Nun erfolgt die Eröffnungsrede unserer Direktorin. Ja, wie üblich, denke ich, werden jetzt von ihr die Ehrengäste begrüßt und anschließend wird der jahrgangsbeste Schüler aus der 8. die Direktorin zum Podium. Im Namen der Schulgemeinschaft darf ich Sie, werte Ballgäste, sehr herzlich zu diesem Abend begrüßen. Ich möchte mich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen dieser heutigen Ballnacht beigetragen haben und noch beitragen werden, ganz herzlich bedanken. Allen voran natürlich unsere beiden Maturantenklassen und den vielen Lehrern und Eltern, die im Vorfeld schon unermüdlich gearbeitet haben. Herzliches Dankeschön. Heute ist eine besondere Nacht. Sie haben die Möglichkeit, in dieser Nacht eine Reise um die Welt zu erleben. Sie wissen, die Welt hat viel zu bieten. Ich wünsche Ihnen auf dieser Reise viel Spannung und viele Erlebnisse. Viel Vergnügen. Und jetzt darf unser Jahrgangsbester Christoph Sellmeier die Ehre haben, Direktor und Herr zu begrüßen. Ja, ganz feine Technik. Ich bin mal gespannt, wie das für den Eindringling danach auch so perfektioniert sehen wird. Das ist jetzt der Christoph hier im Krieg mit der Direktorin, der Jahrgangsbeste. Was ist Mario? Nächstes Jahr? Du, Jahrgangsbester? Naja, das glaube ich eher nicht, nach dem momentanen Start der Dinge. Jetzt ist es hier zu Ende. Jetzt erfolgt die Aufstellung zum Walzer und ja, schau bitte hin, das ist wirklich Tanzen in Perfektion, ein wahrer Genuss hier zuzusehen, oder? Alles Walzer und viel Vergnügen! Ja, wie ich sehe, haben sich jedoch trotzdem noch einige Schönheitsfehler eingeschlichen. Trotz der harten Arbeit gibt es hier noch einige Fehltritte, aber das kann man schon schmerzen bei so einem schönen Abend. Ja,
der Experte, der sieht das natürlich ganz genau. Du hast ja eben vor einem Jahr schon Walzer getanzt. Kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen, ist das ein Linkswalzer oder eher nicht? Ein Rechtswalzer. Ich glaube, den Linkswalzer haben die Tanzverein noch nicht ganz drauf. Ja, da muss man Experte sein. Ja. So, der Walzer geht jetzt schön langsam zu Ende. Ja, sehen wir noch einzelne Bilder und dann ist das große Eintanzen eigentlich auch schon vorbei. Ja, das war wirklich sehr schön, das Eintanzen, aber ich muss dich jetzt leider verlassen, Mario. Ich habe mit Florian noch ausgemacht, dass ich mit ihm die Interviews vorbereiten werde. Ja, und auch ich muss dich da leider verlassen, bei uns stehen ja noch einige weitere Programmpunkte auf der Liste. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns zu späterer Stunde noch auf ein Gläschen in der Bar zusammenfinden. Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass wir uns da noch einige Male sehen werden. Ich sage jetzt nur noch Danke an die Zuseher und Zuseherinnen fürs Mitfiebern. Danke, dass Sie mit dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen.